Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Das war die falsche Taste. Oh Mann. Ja, ich bin mal gespannt. Also der Erfolg der ersten Folge war meiner Meinung nach überwältigend. Geben wir hier mal unseren Krempel ab. Und eine Brust bekommen, sehr schön. Ich glaube, wir hatten aber auch schon in der letzten Folge eine Hose. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Eine Hose bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne, Schuhe. Ha! Ja, kann man ja auf jeden Fall anziehen. Und die? Ja, kann man auch auf jeden Fall anziehen. Sehr schön. Pop. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was wir für eine Quest gekriegt haben. Ich klicke einfach das Ding mal ein. Abgeschlossen. Es befinden sich Dämonenjäger auf meiner Welt, Belias. Das ist ungeheuerlich. Meine Ehre, da beschwören Dämonen, um ihnen in den Rücken zu fallen, eure Hoheit. Lasst sie den Vulkan nicht betreten. Der Schlüssel zu den Welten der Legion darf nicht in ihre Hände fallen, Belias. Ich kümmere mich persönlich um ihren Anführer, Königin. Tut das. Wow, war die hässlich. Mein lieber Mann. Was habt ihr aufgegeben? Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Speist die Toraktivitäten der Legion mit einem kraftvollen Seelen und ruft damit eure Truppen in Schublopp herbei. Okay. Dann gibt's ein paar Höschen. Ja, ja, hab ich doch nichts dagegen. Und hier, was tun wir da? Magie aufzehren. Unterbricht den gewirkten Zauber eines Gegners und verhindert 3 Sekunden lang zu zaubern. Das ist immer geil. Vernichtet, verdammtes Kommando, bla bla bla. Macht euch einen Kaffee weg. Okay. Der Lilias wird durch diesen Pfeiler des Kummers geschützt. Deaktiviert ihn. Viel Glück. Wir sehen uns oben im Vulkan. Ja, ist in Ordnung. Das hat sich schon wieder verschoben hier. Das ist auch interessant. Ich habe wieder Carbonet drauf. Es geht wohl wieder. So mehr oder weniger zumindest. Wollen wir mal gucken. Aktivieren wir das mal. Und da sieht man dann schon, warum ich es so liebe. Die Map ist einfach nur geil. Die ist wesentlich besser als die Original-Map, obwohl die hier ein bisschen rumspinnt. Apropos Original-Map, ich habe einen Tipp von euch. Und zwar, das ist jetzt die Original-Map. Ne? Haut der mich? Nein, er haut mich nicht. Hier gibt's wohl... hier irgendwo gibt's einen Trank zu finden. Und hier irgendwo eine Tasche. Eine 28-Platz-Tasche oder so. Hoffentlich denken wir dran, wenn wir in die Ecke kommen. Im Moment laufen wir ja gerade in die andere Richtung, so wie es aussieht. Was willst du denn? Na ja, direkt mal oben Kopf. Ach. Das kann ich nicht angreifen. Ich muss es erstmal wieder gucken. Das ist ja ein paar Tage her. Obwohl, so lange ist es gar nicht her. Entdeckt der wirbelnde Neder. Okay. So, das war der Vorsturm, ne? Jawohl. Dann komm mal her. Wer warst du? Okay. Habe ich ja gerade einen Helfer dabei? Nö, der ist, okay. Ich habe immer noch... Das war wieder die falsche. Ich habe immer noch nicht großartig Legion gespielt, auch mit meinem anderen Char nicht. Der ist momentan... Warum konnte ich das? Okay. Der ist momentan fantastische 103. Wow. Aber das ist ja der Grund für dieses Let's Play, dass ich mal wieder öfters in WoW reingucke. Erst etwas anvisieren. Wofür ist das? Warum kann ich das antatschen? Es hat mir anscheinend ein bisschen Schaden gemacht, glaube ich. Aber ansonsten, nö. Eher nix. Ich wollte nicht den Golem, aber ist in Ordnung.
Auf was hat dich denn unser Reittier gemacht? Auf die linke andere Maustaste wahrscheinlich. Ich bin aus der Reichweite. Ja, komm her. Brauche ich nicht zu dir laufen. Das ist praktisch. Und ich stehe da in der Suppe drin. Das ist halt immer geil. Das ist zu weit entfernt. Ja. Hat der überhaupt was gemacht? Ich glaube nicht. Komm, immer drauf. Ja, wenn du das sagst, wir müssen in die Richtung. Interessanterweise. Jetzt ist er weg. Interessanterweise war auch die Blizzard Quest-Anzeige gleich wie Carbonite. Also dieser Augenstrahl ist wow. Hopp. Das ist zu weit entfernt. Ich weiß, euch muss ich gar nicht. Komm, wir laufen dahin weiter, wo wir eigentlich hin müssen. Opfer gebracht, okay. Und das? Ja. Muss ich mit dir quatschen zum Opfer bringen? Das ist Problem. Haben wir? Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Die Brutkönigin muss etwas mit dem Tor gemacht haben. Nicht einmal die Seele mehrerer Blob haben ausgereicht, um es zu reaktivieren. Die Seele des Dämonenjägers könnte jedoch helfen. Ihr müsst eine Entscheidung treffen, Anubis. Etanubis, einer von uns beiden muss sterben. Ja, du glaubst ja wohl nicht, dass ich freiwillig sterbe. Ich bin gerade erst in diese Welt gekommen. Servus mal. Ja, komm, mach mal ihn. Ich bin mir sicher, Servus, ich muss euch opfern, um das Tor zu aktivieren. Ja. Wir haben den wirklich geopfert? Okay. Was wäre denn passiert, wenn ich mich geopfert hätte? Hätte er dann gesagt, nee, ich mach das? Wäre eigentlich interessant gewesen. Aber okay, zu spät drüber nachgedacht. Hi. Ah, da seid ihr ja. Fürst Illidan hat meine Shibara unter euren Befehl gestellt. Einige Kämpfer sind in den Schwarzen Tempel vorgedrungen. Doch die Armee der Shatari wird zurückgeschlagen. Unser Auftrag ist es, schnellstens den Sagerit-Schlüsselstein zu besorgen und dann zur Verteidigung zurückzukehren. Entschuldigt mich. Kommt, meine Lieben, den Vulkan hoch bis zum Stützpunkt. Streck mal deinen Arsch nicht so raus. So, gut, dann müssen wir in die Richtung. Okay, machen wir das. Ja, und da geht's jetzt schon wieder los, dass Blizzard eigentlich was anderes vorschlagen würde. Aber gut. Aber wie gesagt, da trifft sich... Schaltet ihre Stabilisatoren aus. Trifft sich auch noch nicht so ganz mit dem Kabel, right? Das ist noch nicht so 100%. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Dich kann ich angreifen, okay. Ja, komm mal da raus. Ich habe keinen Bock, in diesen Strahlen drin zu stehen. Komm mal her. Freundchen. Ach ja. Wupp. Was war das hier nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe kein Ziel. Arbeit abgeschlossen. Danke, Kollege. So, Arbeit abgeschlossen. Dann ab zum... Ach, da hoch soll ich abgeben. Okay. Ich muss die Tastenbelegung wieder ändern, dass das Reittier anstelle des Himmelsgolems ist. Hier muss ich ja gar nicht hin. Warum reite ich dem denn nach, ich Idiot?
Das weiß auch wieder kein Mensch. Oh, wo? Ganz schön weiter Weg hier. Aber nice. Aufsitzen. Die Legion meint es ernst. Sie setzen ihre Verwüster ein. Wir haben es gerade so geschafft. Die meisten jedenfalls. Wir stehen selbst hier oben unter schwerem Feuer. Seid ihr blind? Feuer! Oh, es hat mich getroffen. Entfernungsspitze. Yay. Wohin denn? Wohin denn? Das ist noch ein Eckchen, würde ich sagen. Lässt du mich in Ruhe? Ja. Nein, lässt er nicht. Dann kriegst du halt einen vom Kopf. Was habe ich denn hier? Ach, Magie aufzehren habe ich ja gekriegt. Stimmt ja. Das hast du wohl gedacht, dass ich da drauf reinfalle, war mein Freund. So. Du kriegst auch einen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Bist ein bisschen spät gekommen, war schon tot. Ja. Okay, und go. Ihr habt es geschafft, es ist zu weit entfernt. Das kann ich nicht angreifen. Dann gucken wir mal, da können wir abgeben. Da sind die Nagas, okay. Sind jetzt alle Truppen, die wir da geholt hatten, sind die jetzt hier versammelt? Tatsächlich, da sind die nächsten. Waren das nur zwei? Ne, da waren noch mehr, oder? Ich habe keine Ahnung. Darf nicht fallen. Yay, schüch, Beinchen, yo. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der... Erteilt euren Elitaren, Offizieren die jeweiligen Einsatzbefehle für den Angriff auf die brennende Legion im Vulkan. Okay, mach ich. Die Seelenmaschine und die Schmiede sind ihre Primärziele. Die Diener Illidans müssen siegreich sein. Ach, sind drei. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ah, okay. Ja, dann geh du mal los hier. Ich Chef, du machen das. Eine würdige Aufgabe für die Ex-Narbe. Abgemacht. Beeilen wir uns. Ein Vulkan ist kein Ort für Naga. Ja, ich bin auf eurer Seite. Ja, deswegen. Ist kompliziert. Ich habe meine Gründe. Interessiert mich gar nicht. Ich mache einfach. Vergesst nicht, wir kümmern uns darum. Vergesst nicht, dass der schwarze Tempel angegriffen wird. Eile ist geboten. Kommt, Schwestern, heißen wir unsere einstigen Brüder willkommen. Ja, hopp, hopp. Und du auch. Licht muss mich ans Licht erinnern. Ja, mach mal. So lange machst du das. Vorbei. Ganz wie ihr wünscht. Bewegt er sich? Mir nach. Aha. Ja, ich hab Bescheid gesagt. Dein Leben dient einzig Nein. dem Untergang der brennenden Legion. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Sprecht mit Jace Düstenweber. Nutzt dann eure Geistersicht, um die Höhle nach verborgenen Dämonen abzusuchen. Lasst euch, wir können erst angreifen, wenn unsere Flanken gesichert sind. Ja, darum müssen wir uns unbedingt kümmern. Okay. Ich gehe mal vor. Ah, hier, euch kann ich ignorieren, glaube ich, oder? Jawohl. Ich soll meine Dämonensicht, Geistersicht nutzen. In der Höhle? Ach, ich komme da gar nicht rein. Ach so. Okay. Was habe ich jetzt davon? Hast du gesehen? Ich hab gemacht, hat aber nichts gebracht.
Würdet ihr eure Geistersicht am Höhleneingang benutzen? Irgendetwas stimmt da nicht. Ach so, ich sollte erst mit dir reden. Ach so. Arbeit abgeschlossen. Da liegt auch was drin, würde ich sagen. Und zwar eine kleine Schatztruhe. Yay. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Glebe werfen, das ist natürlich cool. Töte, tolle, blablab, und beansprucht seine Teufelskraft. Okay, mach ich. Sie werden nicht entkommen. Illidari, Angriff! Ey, nicht so schnell, Leute. Ich will vor. Okay. Und go! Du bist es gar nicht, ne? Oder? Ja. Scheiße, das war der falsche Button. Komm, sammeln wir mal unsere Kraft mal da hinten ein. Ne, das ist eine Heilung mittlerweile, glaube ich. Meine ich, hätte ich nachgeguckt. Warte. Die Kiste ist da oben? Okay. Wo sind wir denn überhaupt? Ist das? Ja toll, das sehe ich natürlich jetzt sehr gut. Ist in Ordnung. Hoi. Hey, level up. Komm du auch noch, auch wenn ich dich eigentlich ignorieren könnte. Aber zack. Hi. Ja, ignoriert mich ruhig. Hier kann ich nichts dran machen, okay. Ich habe unverteilte Talentpunkte. Okay. Nahkampfangriff erzeugt Jähzorn. Ja, das ist ja schon mal nicht so ganz falsch, ne? Chaosstoß, starker Nahkampfangriff. Verbraucht Jähzorn. Kritische Treffer erstatten ein... Hallo? Was haust denn du mir in den Rücken? Ach, verdammt. Ich glaube, die muss ich mal woanders hinlegen, dass ich da nicht draufklicke. Augenstrahl. Angriff mit längerer Abklingzeit für... Ach so, das ist die Spezialisierung gewesen. Ich bin ein Hirsch. Ja, es kommt davon, wenn man sich das noch nicht näher angeguckt hat. Erhöht den Schaden von Teufelsrausch um 50%. Wenn der Teufelsrausch mindestens einen Zielschaden zufügt, erzeugt ihr zudem 25 Jähzorn. Das klingt ja schon gar nicht falsch. Chaosstoß fügt einem weiteren Ziel zusätzlich 50% mehr Schaden zu. Blinder Jähzorn erhöht die Effektdauer von Augenstrahlen. Nee, nee, nee. Flächenschaden wäre nicht schlecht und das wäre auch nicht schlecht. Ist passiv. Passiv ist immer gut. Nehmen wir mit. Der Teufelslord ist dort vorne. Komm mal aus dem Driss da raus. Oh. Ja, ich war wieder... Ich wollte ihn nur verwirren. Oh, wo kommt denn der noch her? Ich bin außer Reichweite. Komm, stirb! Gut, dass ich die ganze Zeit in der Scheiße da drin stehe. Komm mal raus da. So. So, ein bisschen Heilung einsammeln und go. Ach, was willst du denn jetzt? Zack. Hi.
Ist nichts Persönliches. Was macht der? Was macht der da? Was machst du da? Was ist das? Ja, das... Naja. Ich stand noch nicht mal annähernd in der Richtung, mein Freund. Komm hier, guck dir das mal an. Ja. Und... Lewe werfen. Ja, würde ich ja direkt ganz gern mal testen. Warte mal, kann ich das bis da hinten? Ne, natürlich nicht. Ist das ein Pull wahrscheinlich, ne? Hab jetzt leider nicht gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. 24.000, okay. Hat aber zumindest beim zweiten Mal gereicht, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. So, warte mal. Da oben. Da oben. Hier ums Action. Ein Ring, yay. Ach so, ich sollte vielleicht auch so machen. Dich sollte ich auch anziehen. Warum habe ich das nicht angelegt? Warte. Ach so. Okay. Ach ja. Willst du noch mal eine oder was? Da. Ich wollte dich ja nicht nochmal töten, aber du bist so schnell respawned. Och, shit. Meine Kleve auch nicht. Kleve. Warum sage ich eigentlich immer Kleve? Das weiß auch kein Mensch. Komm, fall einfach um. So. Hey, hättest du nicht. Darf ich hier drin? Nee, darf ich natürlich nicht. War ja klar. Hm, hier geht's nicht lang. Hier sind doch noch viel mehr. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Ach ja, komm, lass mich. Einfach mal vorbei rasen. Gesundheitsstein der Legion. Aha. Den habe ich wohl beim Reingehen übersehen, ne? Was bist du? Du warst ein Seelensauger. Okay. Ach, toll. Ich bin ein Hirsch. Jetzt habe ich die Tasten anders gelegt und drücke sie trotzdem falsch. Hi. Hi Chef, ich habe fertig. Warte mal, ich guck mal eben hier. Wir sind ungefähr in der Ecke. Wir waren in der Höhle, in der es die Tasche gibt. Ich glaube, ich muss noch mal zurück. Ich glaube, ich muss noch mal zurück. Fürst Illidan kennt den Weg.
Zerstört die Verwüster der Legion. Wir werden nicht lange durchhalten, wenn ihr diese Verwüster nicht vernichtet. Einzig dem Untergang der brennenden Rezahl ist uns weit, weit überlegen. Können diese überhaupt über die Brücke hat Korvas eine Schneise der Verwüster hinterlassen. Vertraut auf Fürst Illidans Plan. Ah ja. Wenn ich das richtig erkannt... Okay, die Dinger müssen wir jetzt holen. Wenn ich das richtig erkannt habe, waren wir da irgendwo in der Ecke. Scheint eure Truppen schon zu verlassen. Ich würde mich ja auf eure Ankunft freuen, wenn ihr nur eine Chance hättet zu überleben. Ihr seid es, die nicht davonkommt, Dämonenhexe. Wie amüsant. Selbst von hier oben fühle ich eure Angst. Sagt, habt ihr je daran gedacht, euch uns anzuschließen? Die ist so hässlich, es ist unglaublich. Anführer, meldet euch! Ja, warte, ich muss mal gucken. Wir sind bei der Seelenmaschine auf heftige Gegenwehr gestoßen. Unser Angriff läuft. Ich stoße hinzu, wenn ihr den Aufseher angreift. Sie haben Geister! Schlachtenfürst, meldet euch! Kadun! Hier nicht. Was ist denn? Scheiße. Was war denn das da jetzt, was da zu sehen war? Kassa. Nee, ich glaube, wir sind hier falsch. Nein, nein, wir sind hier falsch. Geh mal wieder raus. Wobei, Gardun? Stopp das Bombardement. Ja, nee, das ist draußen. Hup. La, la, la. Wenn ich wenigstens auch, ich kann doch so machen. Ja. Oder kann es vielleicht sein, dass der Ring, den ich da bekommen habe, dass das eine zufällige Sache ist, ob da ein Ring oder eine Tasche drin ist? Man weiß es nicht. Gehen wir mal in die Richtung, obwohl, das kann auch jetzt noch kommen. Kann auch jetzt noch kommen. Lass mal gucken. Was ist das? Banner der Illidari. Warte mal. Hau mir dich mal weg. War da nicht gerade nur einer von den Viechern? Boah, dieser Augenstrahl ist echt böse. Bereit zur Arbeit. Nein, nicht das. Das Tier. Da hoch hätten wir, müssten wir. Das wird wohl hier, nein. Da lang sein. So. Ich komme euch zu Hilfe. Das sieht komisch aus. Ne, da muss ich sogar lang. Ach verdammt. Ja, ey, was seid denn ihr für Spinnen? Ich bin außer Reich. So. Okay.
Haben wir dann auch Hof der Brutkönigin. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Okay. Also diese, wie heißt es? Geistersicht, das gefällt mir. Muss ich schon sagen. Was bist du da? Ich bin nicht den ganzen Weg gekommen, um auf diesem Fels zu sterben. Ja, deswegen habe ich dich gerade aufgehoben. Und du gehst direkt weiterkämpfen. Das ist, ja, wow. Sehr pflichtbewusst. Mavriga. Ah, ich wollte gerade mal ausprobieren, ob du mich auch ignorieren kannst. Aber nein. Hier ist kein Banner? Doch da, ich wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt irgendwo wieder ein Banner. Weil das kann ich ja gar nicht anpacken. So, macht mal. Bereit zur Arbeit. Habt ihr fein gemacht. Warum habe ich Akku? Von was? Ich bin in den Kampf verwickelt. Mit was? Bestimmt hiervon, ne? Warte mal. Aha. Ah, guck mal da unten. Eine kleine Schatztruhe. Wie auch immer ich da hinkomme. Müssen wir noch dran denken. Auf jeden Fall. Ja, hier hau ich mal mit drauf. Weil EP, ne? So. Ups. Hi. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Das brauchst du nicht zu wissen. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Die sind so hübsch alle, das ist so wow. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Ja. Die Wichtelmutter ist in der Höhle dort. Ach, schade, war zu kurz. Komm, machen wir nochmal. Was? Was willst du? Und lass das. So. Unverschämt. Du gibst den Nächste. Lord aufgehalten. Erfüllt unseren Pakt und eilt ihnen zu Hilfe. Oh ja. Ein Rarer. Das habe ich nicht als Stern erkannt. Ernsthaft. Dann hauen wir mal dem Raren her. Zack, komm mal her. Hier klicken wir wieder einfach mal so drauf, weil ich habe schon wieder vergessen, was es tut. Haha. Macht aber schon ein bisschen Schaden, ne? Ich geh mal da weg.
Ne, doch nicht. Ich dachte, der castet da irgendwas hin. Jetzt aber. Komm, stirb. Du willst es doch auch. Verdammt, jetzt hat er mich erwischt. Verdammt, der erste Tod. Ach ja. Passiert. Quotentod. Hätte ich da hochgemusst? Ich glaube ja, ne? Ja. Nö. Aber von hier kann ich vielleicht auch runterspringen. Als Toter ist das ja scheißegal. Hab. Wo ist er hin, der Freund? Nanu? Da. Ich sehe sie. Wahrscheinlich in die Höhle da rein, ne? Da hinten ist aber wieder ein Ra- Da ist er wieder. So, Freund, wir haben eine Rechnung offen. Wir haben eine Rechnung offen. Die begleichen wir jetzt. Wer doch gelacht. Astraler Sturm, ich muss noch mal gucken. Was? Bringt alle Gegner innerhalb von 8 Metern 2 Sekunden lang zum Schweigen. Aha. Na gut, könnte ich mich mal... Oh. Wo kommst du denn her? Wir hatten alles angezogen, ist okay. So, wir haben volles Leben, also mal, ne? Hallo, ignoriere mich gefälligst nicht. Verdammt. Ich habe nicht aufgepasst. Näher ran, ich stehe direkt davor. Naja gut, man verschätzt sich bei der Größe auch schon mal, ne? Stop. Stop. Haha. Nein. Verdammt. Hoch? Okay. Das war jetzt gar nicht mal so uncool. Oh shit. Dass ich jetzt nicht mehr so viel Leben habe von der Aktion, ist allerdings nicht so doll. Komm, warte. Ich hau dich mal. Zack. Das wollte ich gar nicht, aber ist in Ordnung. Was hat denn der eigentlich für ein Leben? 99, okay. Level meinte ich. Alter! Ich krieg dich, mein Freund, ich krieg dich! Das will ich! Aber auf alle Fälle! Da kannst du einen drauf lassen! So geht das nicht! Das ist ja wahrscheinlich wieder despawned, ne? Weil irgendein anderer ihn umgenietet hat, obwohl hier ist ja auch keiner. Also, ne, da steht einer, das ist doof. Hab, 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 hab. Nein. Hierhin? Nein, dahin. So.
Okay, setzen wir uns mal hier hin. Wir haben da, glaube ich, was zu essen, ne? Jawohl. Und dann würde ich sagen, nächste Woche hauen wir um. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nächste Woche. Ciao.